Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt oder kennt. Ich habe hier Schubladen original verbaut. Die gehen mir voll auf die Eier. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Hier die Klappern. Die sitzen nicht richtig fest. Scheißen laut. Kein Selbsteinzug, kein Softclose. Auch das hier wackelt. Na klar, kann man das sicherlich irgendwie wieder anziehen. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich habe es schon neu ausgerichtet. Aber die Technik ist halt uralt. Und da habe ich mir gedacht, machst du mal ein paar schöne, frische, neue Schubladen rein. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, wird spannend. Und dann habe ich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und habe für mich, glaube ich zumindest, die passenden Schubladeneinsätze oder Baukästen, ich weiß nicht, wie man die nennt, gefunden. Die sind von MB Modern Box. Ich verlinke die mal unten, wo ich die jetzt her habe. Und ich werde nicht gesponsert, die Dinge habe ich selber gekauft. Es gibt den einen oder anderen, der hat da vielleicht ein bisschen Manschetten vor, ist aber überhaupt nicht notwendig, weil es gibt so zwei, drei Maße, die sind wichtig, die erkläre ich gleich mal, worauf es drauf ankommt. Ja. Da gibt es auch eine Anbauanleitung dazu. Alles gut, alles easy. Ich habe mir noch zusätzlich so Bohrschablon dazu bestellt. Wäre auch mein Tipp, macht das. Ist viel einfacher als alles mit einem Zollstock auszumessen. Das Prinzip ist ja, die vorhandene Schublade, die ich habe. Ich hole mal eine. Also diese vorhandene Schublade. Da wird vom Prinzip nur die Seitenteile ausgetauscht und dieses Schienensystem. Ich habe das jetzt mal hier in klein. Das wäre das Schienensystem mit Softeinzug. Das wird ausgetauscht. Und das sind die Seitenteile. Die werden auch ausgetauscht. Ist da eigentlich auch schon gar nicht mehr drin. Also zwei Seitenteile sind da drin. Zweimal die Schienen. Und zwei Endstücke. Du kannst das Holz und das innenliegende Holz und natürlich die Frontplatte weiterhin benutzen. Die müssen aber zugeschnitten werden, eben auf das Maß, was du hier hinterher brauchst. Das ist wichtig, sonst passt das nicht. Wie das jetzt genau vonstatten geht, zeige ich euch und dann ist das auch relativ schnell erledigt, das Thema. Also ich werde jetzt mal exemplarisch an einer Schublade das demonstrieren und dann mache ich den Rest und ihr wisst ja auch dann, wie es geht, ne? Ich brauche ja nicht jede einzelne Schublade. Ich habe vier Schubladen, die ich jetzt austauschen werde. Und dann, glaube ich, kommt ihr schon damit gut zurecht. So, wir fangen an. Erster Akt zerlegen. Das heißt, wir brauchen ja die Bretter, also Einzelteile. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir aussieht. Bei mir sieht es halt so aus. Und ich zerlege das jetzt. Das heißt, alle Schrauben, Seitenteile ab und dann ist gut. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, won't you mingle in my face. So, das war's. Das hier kann weg. Also, wer die noch gebrauchen kann, der möge sich bei mir melden. Jetzt hast du diese drei Teile.
und die brauchen wir noch. Die werden wieder verwendet. Vielleicht fürs bessere Verständnis. Dein Schubfach hat ein lichtes Maß. Breite und Höhe. So. Und das musst du erstmal messen, weil das dein Grundmaß ist. Das heißt, von der Wand, Anschlag, bis hier, habe ich jetzt 500. Und die Höhe ist vom Boden her, oder auch hier, bis zum ersten Anschlag. Jetzt habe ich hier meine Gashähne, meine Absperrhähne, dann muss ich die natürlich nehmen. So, und dann bin ich ungefähr bei 140. Diese 140 sind bei der Bestellung wichtig, weil du bekommst die Schubkerstenhöhen in unterschiedlichen Höhen. Ich glaube 83 ist das klassische Maß, 83 ist die Wand, dann gibt es 113, dann ist dann mit so einer Stange noch, habe ich auch bestellt, zeige ich dir später. Und dann gibt es noch eins mit 190 oder so, bei denen jetzt. Da musst du mal gucken, was du da so brauchst. Das ist praktisch erstmal so, was für eine Höhe brauche ich denn. Das schreibst du dir schon mal auf und dann bist du schon ganz weit vorne. Ich blende jetzt mal ein Bild ein von der Einbauanleitung. Also das hier ist ja die Bodenplatte. Und das schmale Teil ist die Rückwand. So, dann nimmst du das die lichte Weite. Das war ja bei mir 500. Dann ziehst du da die 86 mm ab. Dann bist du bei 414. Und die 414 überträgst du jetzt auf dein Brett. Und dann nimmst du dir diese hintere Platte, da B, glaube ich, hier, ja, B. Dann nimmst du auch das lichte Maß von 500 an und gehst dann minus 97. Das zeichnest du auch an, 403. Das Maß NL minus 24. NL ist die Nennlänge. Das mache ich allerdings etwas anders. Zeige ich dir sofort. Moment. Die Schublade ist 450 mm lang. Das ist die Originallänge, wie meine andere Schublade auch. Könnt ihr bei euch selber noch nachmessen und dann die richtige Länge bestellen. Jetzt ist es ja so, das hier ist NL quasi, minus die 24. Wenn ich die jetzt schneide, denke ich, ist das einfach zu viel. Also den Schnitt kann ich mir sparen. Die haben hier, kann man das sehen, hier ist so ein Nupsi. Das soll dann wohl als Anschlag gelten, weil was anderes habe ich nicht gefunden. So, ne, wenn ich den jetzt hier reinstecke, ich nehme mal das kleine Brett, so, kann man das sehen, dann soll der da als Anschlag gelten. Ich mache es aber ein bisschen anders, weil das Brett ist fast 450 lang. Das heißt, es ist ein Ticken länger. Wenn ich das hier vorne abschließen lasse, dann habe ich hinten nicht wirklich viel, was ich rausgucken lasse. Und die haben das wahrscheinlich so gedacht, dass du dann dieses Holz, diese Rückwand dahinter machst. Boah, ist das der, habt ihr das verstanden? Also quasi so. Ich werde es aber da oben drauf machen und dann guckt es ein Stück hinten ganz wenig. Zeige ich euch gleich, also dass ich das praktisch so mache. Dann spare ich mir einen Schnitt, also da ist das Ergebnis eigentlich, ich spare mir einen Schnitt und diesen Nupsi, den biege ich um oder mache mir hier an der Seite so ein kleines Löschen rein als Führung. Ja, ich hoffe, das war verständlich.
Zeige ich gleich aber vielleicht nochmal, wenn ich dran denke. Und dann kannst du das wegsägen. Beim Sägen bitte genau darauf achten, ist Rechtwinkligkeit gefragt. Jo, was haben wir noch? Ach so, dieses Schienensystem ist für 16 mm Holzplatte ausgelegt. Hier, kann man das irgendwie sehen so? Hier müssen 16 mm. Ich habe aber nur 12. Bauhäuser haben geschlossen, zumindest für Gewerbetreibende. Ja gut, ich könnte mir da jetzt, ja, tatsächlich, ich habe ein Gewerbe. Aber ich mache das jetzt anders. Ich werde das ein bisschen unterfüttern. Ich möchte auch kein 16 mm Holz hier drin verarbeiten, ehrlich gesagt, weil dann haben wir ja auch wieder Gewicht. Beim Gewicht ist übrigens auch noch ganz interessant, diese große Schublade, 450er Schublade ist das, die wiegt ungefähr 3,5 Kilo. Also nur dieses Metallzeug hier, ne? Und das Schienensystem. Ja, das heißt, ich werde es auf jeden Fall unterfüttern und sollte mir reichen. Gut, schneiden wir erstmal oder sägen. Und wenn du das dann geschnitten hast, dann kann man das hier so zusammenfügen. Halter ich noch rein, die sind markiert mit rechts und links. Die werden hier so eingeklipst. Kann man sehen. Hier so. Klack. Ja, dann sind die so da drin. Dann nimmst du das Holzbrett und das sollte jetzt passen. Ja, das sieht gut aus. Und dann kann man das auch verschrauben. Jetzt muss man sich das noch so vorstellen. Na? Als nächstes kommen diese beiden Kollegen. Zack. Und die kommen hinterher hier rein. Die werden dann da so reingeschoben, die klicken dann ein. Aber die müssen wir jetzt erst einbauen. Das heißt, die alten Flummis da raus und der so wie er ist, genau am Stück einbauen. Auch da gibt es ein Maß von der Außenkante zum dritten Loch 37 mm. Steht auch in der Beschreibung. Das machen wir jetzt. So, die alte Plörre hier raus und die neue kommt rein. Kennt ihr das? Angezeichnet, gelabert, gar nicht aufgenommen. Okay, nochmal. Nimmst du diesen Mechanismus, legst ihn hier unten auf, plan auflegen, ein bisschen drücken, damit er nicht so steht. Dann habe ich mir hier oben einen Strich gemacht an der Kante, wo das Metall aufhört. Der da. Jetzt gehe ich 37 mm weiter rein. Also von der Kante da 37 mm anzeichnen. Und das ist meine erste Bohrung in dem dritten Loch. Steht da drin. So muss man das machen. Und dann machen wir das ja auch so.
Jetzt muss ich in meinem Fall nur darauf aufpassen, dass ich hier die Schrauben nicht zu lang habe. Die dabei sind, sind ein bisschen zu lang. Ich habe jetzt mal kleinere genommen und kürzere und werde die da jetzt mal versenken. Wenn du die erste jetzt da drin hast, dann hast du immer auch den Schlabberkaps hier. Dann musst du das natürlich rechtwinklig ausmitteln oder ausmessen. Ich nehme dazu ein Winkelmaß, halte den hier an der Kante, lasse den hier unten aufliegen und halte den dann ja, so da rein. So, und das wird dann verschraubt. Habe ich schon gesagt, dass das hier eng ist? So, ich steche mir da immer so ein kleines Löschen vorher rein. Und reinschrauben. So. Einmal kontrollieren, passt perfekt. Das gleiche auf der anderen Seite machen. Hier noch alle anderen Schrauben rein. Und dann sieht das so aus. Ja, dann müsste jetzt die Schublade rein. So, brauchst du hier nur reinfallen lassen. Beide Seiten und dann reinschieben. Einmal einrasten lassen, dann ist sie gut. Ja, hängt. So, alles drin. So, dann sollte er auch gehen. Na. Jetzt kommt nur noch die Front davor. Und hier kommen da noch. Aua. Noch solche Halter dran, die dann da einrasten. Und damit wir wissen, wo wir die hinbauen müssen, gibt es solche Schablonen. Die sind markiert mit links und rechts. Und die kannst du hier ganz einfach, sieht man das, einrasten. Der andere auch. Und da sind dann, oh Mann, da sind da diese zwei Spitzen dran. Und dann musst du dir das quasi jetzt hier so ein bisschen ausrichten. So. Also so, dass es augenscheinlich passt. Du hast hinterher noch die Möglichkeiten, ein bisschen zu korrigieren, aber je genauer du jetzt hier dran bist, desto besser ist es eigentlich. So, ich würde sagen so, und dann kannst du hier eigentlich gegenschlagen, dann würden die Abdrücke sich da hier reindrücken. So, einmal kräftig drücken. Und dann sieht man hier, ihr wahrscheinlich nicht, zwei kleine Abdrücke. Und da kommen jetzt diese Gegenhalter rein. Hier sind dann die kleinen Gegenstücke. Die kommen dann dahin, wo diese beiden Einschlaglöcher, sage ich mal, Abdrücke sind. Machen wir die nochmal einen Ticken größer. Und dann können wir die genau darüber setzen, positionieren und dann bohren. Die sind übrigens nicht markiert mit rechts und links, warum auch immer. Nur die Schablonen. Gut, wenn es so ist. Oh, oh, wenn ihr jetzt nichts falsch gemacht habt, müsste das gehen.
Hier hast du übrigens auch deine ganzen Einstellmöglichkeiten und auf der anderen Seite auch. Und diese Spitzen, die kriegst du wieder raus. Na, drehen. Einrasten lassen. Jo. Das sieht ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Was quäle ich mich eigentlich so? Ja, vom Prinzip war es das. Das machen wir jetzt mit allen. Ne? Noch ein bisschen einstellen jetzt und dann sollte das ja in Ordnung sein. Ich zeige euch das gleich nochmal zum Schluss. Gucken. Oder morgen. Ich mache jetzt alle anderen auch mal soweit fertig. Und ja, dann zeige ich mal, wie es eingestellt noch wird und wie man oder wie das dann so aussieht. So, jetzt war ich gerade am Träumen, ne? Alles klar. Wir sehen uns später. Jo, alles eingestellt. Das war soweit recht simpel. Dann sieht das Ergebnis erstmal so aus. Und wenn du dann zumachst. Zack. Nochmal. Rastet alles schön ein. Und das war auch die größte Herausforderung. Dieses Schließsystem musste ich ein bisschen modifizieren. Ich zeige euch das mal eben. Das ist ja so, dass ich hier so reindrücke und dann geht der Nippelchen runter. Und das Gegenstück, kann man das jetzt irgendwie sehen, geht er dann da so rein, ne? So, rein, raus die Schublade. So. Jetzt ist es aber so, dass diese Federkraft zu stark ist. Das heißt, der Einzug schafft es nicht, hier drüber zu kommen. Also, hier ist eine Feder drin. Und die kann man rausnehmen. Das ist ganz simpel. So, da ist die Feder. Kann nichts passieren. Das ist jetzt nur ohne Druck jetzt hier das Ding, ne? Dieser Schiebemechanismus. Und am Gegenstück sind auch Federn drin. Kann man das sehen? Die müssen auch raus. Kannst du dir auch einfach so rausziehen. Kann man das sehen? Dann können diese Dingerchen hier auch raus. Kannst du einfach so raushebeln. Hinten ein bisschen ankippeln. Und schön ist. So, jetzt hast du hier auch keinen Druck mehr. Das ist ja unterm Schrank. Wenn jetzt hier die Schublade kommt, dann müsste die gegen diese Federn arbeiten. Und so stark ist der Soft-Close-Einzug nicht. Das einfach so lassen. Und hier werde ich mir ein bisschen Schaumstoff reinmachen, damit er einfach nur oben gehalten wird. Dann lässt er sich ein bisschen drücken und geht dann nach oben. Zeige ich gleich nochmal. Also da, wo mein kleiner Finger ist, da habe ich ein bisschen Schaumstoff reingeklemmt. Und dann kann man den vernünftig drücken. Jetzt habe ich noch eine Schublade, die ist, da habe ich ein anderes Maß genommen, also von der Höhe ein anderes Maß genommen. Und das ist, kann ich euch hier irgendwo hinstellen, das ist diese Schublade. Da habe ich jetzt etwas höher gekauft. Das heißt, da ist noch so eine Stange mit drin. Und auch die schließt ganz wunderbar. Jetzt habe ich in meinem Wahn leider das schon alles verbaut. Aber da gibt es noch auch so eine Schablone, so eine Bohrschablone, womit diese Dinger hier, da muss ein Loch rein.
Und dafür braucht man, was heißt brauchen, aber dafür ist so eine Schablone ideal. Du kannst das hier so ranstecken und dann hast du da deine Schablone, wo du sie reinbauen musst. Das funktioniert wunderbar. Hast du noch so schöne, formschöne Abdeckkappen und wenn du die drauf gemacht hast, bist du eigentlich schon fertig. Fazit. Also ich habe die vorher auch noch nie so eingebaut, solche Schubkästen. Man muss aber sagen, easy einfach. Also ganz ehrlich, easy einfach. Die erste Schublade hat ungefähr eine Stunde gedauert und alle anderen dann ja, eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie gut du vorbereitet bist, wie sorgfältig du dann auch sägst. Und das Einstellen dauert auch noch mal eine Minute vielleicht. Das sind zwei, drei Schräubchen, die du da mal bewegen musst, damit du das vernünftig ausrichten kannst. Alles gut. Ja. Wie lange es hält, weiß ich nicht. Das werden wir ausprobieren. Die machen mir aber einen soliden Eindruck, ganz ehrlich. Es klappert nichts mehr, es scheppert nichts mehr, es ist keine Rappelkiste. Ne? So, und das war mir ja letztendlich wichtig. Der Softclose funktioniert ganz hervorragend, meiner Meinung nach. Und ja, diese Schablonen hier, die helfen. Sorry, dass ich das nicht gezeigt habe, aber hier unten ansetzen. Also vom Prinzip ist es so. Du setzt die quasi so rein und dann hast du hier oben deine Bohrung für die weiteren Höhen. Ganz simpel, macht euch keinen Kopf. Ja, ich würde sagen, das war's. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein, außer, dass es schön geworden ist. Also, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Video. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird dann tatsächlich die Beleuchtung sein. Das ist jetzt so mein Plan. Also diese Ambientbeleuchtung noch für den Bettkasten-Kopfendteil. Und ja, bleibt uns gewogen. Abonnieren nicht vergessen. Bimmelchen drücken, habe ich jetzt gehört, ist wohl auch wichtig. Aber ich denke, das wisst ihr alle schon. Bleibt sauber, macht's gut. Tschüss, Glück auf. Danke fürs Zusehen.